Kämpfe, die es in Dragon Ball leider nie gab. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen kleinen Format von mir. Dragon Ball hat ja wirklich sehr viele Kämpfe, aber es gibt auch viele Kämpfe, die möglich gewesen wären, aber es gab sie einfach nie. Und genau darum soll es in diesem Format gehen. Es wird natürlich auch wieder in mehrere Teile unterteilt sein und pro Teil gibt es 3 Kämpfe immer. Und ihr könnt natürlich selbstverständlich in die Kommentare auch weitere Kämpfe schreiben und wenn sie mir gefallen, dann nehme ich sie mit auf meine Liste. So, dann wollen wir auch zum allerersten Kampf kommen. Und der erste Kampf ist natürlich der wichtigste überhaupt, der Kampf gegen die Ehrenlosen, die nicht das Video liken. Spaß beiseite, ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Schaffen wir bei diesem Video auch wieder so 50 Likes oder so, das wäre wie immer sehr nett von euch. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch, würde ich mich wie immer sehr freuen. Und natürlich über einen Kommentar für den Algorithmus würde ich mich auch wie immer sehr freuen. So, dann wollen wir aber auch wirklich zum ersten Kampf kommen. Vegeta gegen Frieza in seiner vierten Form. Vegeta hatte ja absolut gar keine Chance gegen ihn. Aber wo Vegeta ganz klar mehr eine Chance gehabt hätte, wäre gegen Frieza's dritte Form. Nachdem Frieza sich ja in seine dritten Form verwandelt hat, wollte Vegeta von Krillin ja verletzt werden und Frieza wollte sich ja sehr schnell in seine vierte Form verwandeln, was ich bis heute immer noch sehr schade finde. Dass die dritte Form aber so schnell weg vom Fenster war, verstehe ich einfach bis heute einfach nicht, weil wie man ja weiß, ist Akira ein Fan von den Alien-Filmen und die dritte Form ist natürlich eine klare Anlehnung an die Alien-Filme. Weiß vielleicht einer von euch den Grund, warum die dritte Form so schnell abgehandelt wurde, schreibt es mal unbedingt in die Kommentare für diejenigen, die das wissen. Liegt es vielleicht daran, dass Akira es nicht mochte, die dritte Form zu zeichnen, so wie damals in Saiyajin-Schwanz, dass er dann einfach nicht mehr da war, weil er es gehasst hat, diesen zu zeichnen? Wer weiß. Naja, wie gesagt, wenn einer von euch es weiß, schreibt es in die Kommentare. Vegeta gegen Frieza in seiner dritten Form. Das wäre wirklich ein nicer Kampf geworden. Und hier sind sie ja, was Kräfte angeht, ja grob gleich stark. Mit seiner ersten Form hat ja Frieza 530.000, mit seiner zweiten Form 1.060.000, mit seiner dritten Form 2.120.000. Und Vegeta hat nach seiner Heilung meiner Meinung nach eine Kampfkraft von 2 Millionen und nachdem er sich aufpowern tut, was eine absolut nice Szene war, hat er meiner Meinung nach dann eine Kampfkraft von 2,5 Millionen. Vegeta konnte von Frieza's vierter Form ja noch die Bewegung sehen, aber später natürlich nicht mehr. Bei der dritten Form wäre es wiederum anders, weil mit der Form ist Frieza ja wiederum langsamer als mit seiner vierten Form. Und von den beiden einen Kampf zu sehen, ach, das wäre einfach so nice damals gewesen, aber leider gab es diesen Kampf nie, weil Frieza sich ja sehr schnell verwandelt hat. Hier wäre es denn aber natürlich so gewesen, dass Son Goku wohl gekommen wäre, wenn Frieza noch in seiner dritten Form gewesen wäre. Oder Vegeta wäre halt wirklich mit seinen 2,5 Millionen, was ja natürlich meiner Meinung nach seine Kampfkraft ist mit seiner Stärkung, wäre ja vielleicht Frieza so weit überlegen oder würde sich so überlegen fühlen, dass er Frieza einfach sich erlauben würde, sich in seine vierte Form zu verwandeln. Weil das würde ja natürlich zu Vegeta passen, weil gegen Cell war er ja auch mit seiner neuen Kraft absolut arrogant. Aber lassen wir das mal weg, sondern dass dieser Kampf einfach stattgefunden hätte und im Anime vielleicht sogar noch 2 Folgen gegangen wäre und es wäre ein ebenbürtiger Kampf gewesen. Es ist wie gesagt schade, dass es so einen Kampf nie gab, aber dafür ist er in diesem Format vorhanden. Dann kommen wir zum zweiten Kampf und zwar Cell gegen Piccolo war ja wirklich sehr, sehr nice und nachdem Vegeta und Trunks und Krillin aufgetaucht sind, hat er ja die Biege gemacht. Und zwar mit der Sonnenattacke. Er hat alle geblendet und er konnte dann abhauen. Was natürlich an der Stelle ja schlau war, weil es wäre halt 3 gegen 1. Und natürlich Boss Krillin wäre auch anwesend. Ich meine, der würde auf seinen Thron sitzen und die Anweisung geben. Aber nein, bei diesem Kampf gehe ich natürlich davon aus, dass Cell nicht mit der Sonnenattacke abhaut und zwar gegen Piccolo, Vegeta als Super Saiyajin, Trunks als Super Saiyajin und Krillin kämpft. Es wäre doch echt eine nice Szene. Cell haut Piccolo, Vegeta, Trunks zur Seite, Krillin benutzt die Sonnenattacke und dann den Energiediskurs und kann ihn zerteilen und die erste Verletzung zufügen. Tja, er ist eben Boss Krillin. Nee, jetzt mal ernsthaft, natürlich würde Krillin hier bei dem Kampf nur von der Seite aus zuschauen, weil er könnte ja großartig nichts machen, außer das, was ich halt gerade eben gesagt habe. Obwohl, man könnte so machen, dass Vegeta und Trunks gegen Cell kämpfen und dann Krillin mit Piccolo eine Strategie ausarbeiten und zwar halt, dass Krillin die Sonnenattacke benutzt und dann Piccolo die Lichtgranate. Für mich aber natürlich das Highlight, dass Vegeta und Trunks hier denn als Team zusammen kämpfen. Das wäre so nice, die Szene. Vegeta dann mit seiner Urknallattacke und Trunks mit seinem Burning Attack oder Finish Buster. Oh, das wäre so nice gewesen. Was ja an Zeltstelle echt klüger gewesen wäre, wenn er die Sonnenattacke eingesetzt hätte und nicht abgehauen wäre, sondern das genutzt hätte, um Vegeta oder Trunks zu absorbieren. Weil dann wäre er meiner Meinung nach so stark wie Piccolo ohne seine schweren Klamotten und wenn er sich aufgepowert hat. Was haltet ihr aber von diesem Kampf? Schreibt es wie immer in die Kommentare und dann kommen wir auch zum letzten Kampf. Und zwar Gotenks als Super Saiyajin gegen Buu. Dieser Kampf wäre ja eigentlich sogar
sogar möglich gewesen. Gotenks hat als Super Saiyajin ein paar Mal die Erde umrundet, ein ganz kleines Nickerchen gemacht, dann kam Piccolo und dann ist er ja zu Buu geflogen. Und dann hat sich die Fusion ja aufgelöst. Was halt schon sehr, sehr unlogisch war. Ich meine, Gotenks hat ja wirklich sehr schnell die Erde umrundet und dann ja natürlich ein Nickerchen gemacht. Und Piccolo hätte eigentlich auch sehr schnell bei ihm sein müssen, weil er ist halt ja auch ja sehr, sehr schnell. Der braucht halt auch eigentlich nicht lange, um einmal die Erde zu umrunden und zu Gotenks zu kommen. Hätte er eigentlich auch nicht so lange brauchen dürfen. Zudem, wie konnte die Fusion so schnell enden? Klar, als Super Saiyajin hält die Fusion natürlich keine 30 Minuten mehr, aber komm schon, das waren doch noch keine 5 Minuten. Und Leute, wir wissen alle, wie lange allein 5 Minuten in Dragon Ball Zeit sind. Wie man das auch zum Beispiel hätte machen können ist, wo Gotenks die Erde umrundet ja ein paar Mal, dass das vielleicht nur ein oder zweimal die Erde umrundet, denn Buu entdeckt und dann zu ihm fliegt und dann nicht davor das Nickerchen oder so noch macht. Der Kampf wäre natürlich auch hier wieder sehr einseitig gewesen und Gotenks wäre sowas von fertig gemacht worden, aber der Kampf hätte schon lustig werden können. Was ich ja auch in anderen Videos schon mal erwähnt habe, in manchen Kampfkraft-Videos von anderen YouTubern ist Gotenks als Super Saiyajin stärker als Son Goku Super Saiyajin 3. Klar, Meinung schön und gut, aber ganz ehrlich, für mich ist das so ein Schwachsinn. Son Goku als Super Saiyajin 3 schwächer als Gotenks im Super Saiyajin? Ja, natürlich. Gotenks ist als Super Saiyajin natürlich stärker als Son Goku und Vegeta im Super Saiyajin, aber nicht mal so stark wie Son Goku und Vegeta als Super Saiyajin 2. Nur nicht mal so stark wie Son Goku und Vegeta als Full Power Super Saiyajin. Aber gut, das hätte ich nun auch abgehakt. Nun kommen wir zum Eigentlichen wieder zurück, und zwar Gotenks als Super Saiyajin gegen Buu. Vielleicht könnte er hier eigentlich sogar auch schon den Full Power Super Saiyajin einsetzen, weil Son Goten und Trunks als Super Saiyajin hat man ja auch gesehen, dass ihre Haare schon sehr, sehr blond waren. Was heißt, dass sie wohl Full Power Super Saiyajin waren. Aber selbst damit wäre ja Buu natürlich immer noch unterlegen, aber im Normalzustand konnte er ja auch ein kleines bisschen was gegen Buu ausrichten. Natürlich hat es ihm am Ende nichts ausgemacht und der wurde fertig gemacht, aber auch so könnte es hier denn wieder sein, dass man trotzdem einen relativ netten Kampf kriegen würde. Beziehungsweise könnte, und ich denke schon, dass man hier wirklich einen relativ netten Kampf nochmal kriegen könnte. Wie im Video gesagt, wenn ihr noch weitere Kämpfe habt, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare, denn nehme ich sie mit auf meine Liste, wenn sie mir gefallen. Und wie auch im Video gesagt, über einen Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch wie immer dann noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!